Guten Abend alle noch mal ganz kurz. Hier ist es 7up von C4 is Alive und ich wollte euch zeigen, was noch angekommen ist. Und das, jetzt haben wir gerade Zelda gezockt im Livestream und ich mache jetzt mal ein kurzes Video. Achtung, passt auf. Das dauert gleich ein bisschen. Bis ich alles wieder gerichtet habe. So. Müssen wir rumdrehen, damit ihr es besser seht. Also. Letzte Woche ist jetzt die gekommen, und zwar die Disc-Variante von Timo's Castle. So sieht man es besser, glaube ich. So sieht man es besser, ja. Da hinten drauf ist noch der Elegator, den machen wir schnell aus, weil den brauchen wir jetzt hier nicht. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen größer machen, dass ihr das ein bisschen besser seht. So. Vielleicht noch ein bisschen breiter, dann können wir es noch ein bisschen rumziehen. Das ist das Falsche, wo ich rumziehe, es macht aber nichts. Das ist die da hier, die muss ich verändern. Hab's Falsche verändert, ist nicht so schlimm. 7, wie ein alter Bock, ist nicht so schlimm. So, die machen wir mal ein bisschen kleiner, 7 ab. Das wäre auch nicht so schlecht, wenn wir das ein bisschen kleiner machen, so wichtig bin ich nicht. So. Genau, so können wir es machen. Amiga-Logo, das haben wir drin, das haben wir auch drin, perfekt. So, also. Die Cartridge-Version, die war ja schon da. Und letzte Woche kam dann quasi die Disc-Version von Timo's Castle. Hat übrigens noch einmal 15 Euro Steuer gekostet, ne? Zoll. Sagen wir mal so, Zoll. Und drin, was haben wir drin? Drin haben wir die Diskette. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Getestet habe ich es noch nicht, ob es funktioniert. Das machen wir die Woche auch noch, also nächste Woche. Dann haben wir die Anleitung, die Instruktionen von Timo's Castle. Also sehr nice, sehr gut aufgemacht. Und ja, riechen tut es jetzt nicht so gut wie die Returnhefte, aber ist halt auch nein. Ja. Und Uff Papa, der Pilzer sagt Uff Papa, Aufkleber, das gibt es alle zu. Wasser immer, egal. Und Poster. So, das ist in der Disc-Version drin. Ist aber auch nicht schlecht, oder? Ja. So, ich packe jetzt alles wieder zusammen. Alles wieder in die Box neu. So, das ist die Disc-Variante. Also, ich glaube, ein Jahr hat es gebraucht, bis es gekommen ist. Gut, die waren halt nicht fertig programmiert. So, dann tue ich das mal auf die Seite. Und das hier ist die Modulversion von dem Spiel. Ja, packen wir das mal auf. Da gibt es eine Urkunde oder was war es, der Geier, Eigentümer von Castle. Das Poster ist da auch drin. Poster. Die Uff-Papa sind auch drin, also die Aufkleber sind auch da. Auch die Anleitung, wie in der Disc-Version. Dann ist der CD-ROM drin. Da sind Musik-Files drauf, die Cartridge, also die Data-Files, die 64-Files sind dort drauf. Dann haben wir hier das Modul an sich. Das Modul an sich. Ah, nice. Ja, ich gehe ein bisschen näher her. Das ist das Modul. So. Und dann, was fand ich lustig, vorausgesetzt, ich kriege das Ding jetzt raus. Ein Schlüssel. Schlüssel ist gut, ist ein USB-Stick. Sag's euch, USB-Stick. Und auch da sind die Spieldateien drauf, D64, dass man es einmal im Emulator spielen kann, Musik und was, was der Geier alles. Sehr nice. Also die Cartridge-Version ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich bin froh, dass ich beides genommen habe damals. Was die kam ein bisschen früher. Ich nehme aus, hat an die Diskette gelegt. Weil Diskette kriegt man ja nicht so oft. Plus noch der Aufkleber. So. Packen wir alles wieder zusammen. Also ich zeige es euch noch einmal von der Ding her. Also so sieht es jetzt aus, die zwei Versionen. Die Endverpackung ist, glaube ich, ein bisschen größer wie die. Ne, sind selber. Selber Abmessungen. Das eine ist halt die Floppy-Disk-Version und das andere ist die Cartridge-Version. Ich glaube, das Spiel hat Admira schon gespielt. Kennt ihr Google, man hat es ja schon gezuckt, auch gezuckt. Ist auf jeden Fall sehr nice, sehr schönes Spiel und ich bin froh, beides zu haben. So, das war's, kurzes Video.
Ich verzichte übrigens jetzt auf so Kurzvideos oder auf Live-Videos, auf irgendwelche Vorspänen oder Abspänen. Das macht keinen Sinn, oder? Mal ehrlich. Versuchssache ganz kurz, macht's keinen Sinn. Okay, das war's. Ich hab's euch kurz gezeigt. Euer 7up.